Was geht ab, meine Rosie-Fighter, Osario, und heute im Showcase zum neuen Gerät auf Dragon Ball Legends. Wir gucken uns am Anfang erstmal grob an, was er so drauf hat. Dann zeige ich euch mal mein Team und dann springen wir quasi in die Online-Kämpfe rein, Freunde. Er ist bei mir auf 3 Sterne, ich konnte ihn einmal ziehen, 498% Soul geboostet, also Seelen geboostet, das sind seine Stats. Was wir uns merken ist, dass er zur Episode Kinoversion Saga gehört und seine Text Saiyajin, fusionierter Kämpfer, Verschmelzung, wenn er sich quasi verwandelt, logischerweise bekommt er noch Super Saiyajin hinzu. Gogeta, so ein Charakter, sage ich mal, der baut, wenn ich das so sagen darf, er baut seinen zugefügten Schaden auf, zum einen durch quasi, wenn er seine Super Attacks aktiviert, durch seine Super, also zum einen, ich nenne die blauen Karten mal Ulti, okay? Das sind Spezialangriffe. Weil die grünen Karten heißen auch Superangriff, wenn mich alles täuscht. Nicht, dass da jemand verwirrt wird oder, ja, dass ich für Verwirrung sorge. Ich nenne mal die Ultis ab jetzt blaue Karte. Also, blaue Karte meine ich Ulti. Das sind die Ultis jedenfalls. Mit der Ulti jetzt erhöht er quasi seinen zugefügten Schaden um 10% ab. Mit der Super-Attack, die er dann quasi aktiviert, überlasst das mir. Erhöht er seinen Fernschaden um 20% und verringert auch die Kosten. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, was er so noch so drauf hat. Main Ability, verwandelt er sich zum Super Saiyan, regeneriert 40 Ki. Sie-Fähigkeit gibt er den fusionierten Kämpfern 20% auf den Fernangriff ab. Sie-Fähigkeit 3 kommt noch auf die Fernverteidigung hinzu. Grenzlose Kraft, je länger im Kampf ist quasi, desto höher wird sein Spezialangriffsschaden. Und hier kommt die Hauptattraktion. Bei Kampfeintritt erhöht er seinen zugefügten Schaden oder hat der zugefügte Schaden 40% ab für 20 ganze Sekunden. Zudem, ganz wichtig, wenn er gegnerische Angriffe dodge, regeneriert er 20 Ki. Also mit ihm wollt ihr dodgen. Das ist gut gemacht, finde ich auf jeden Fall. Nach der Verwandlung dann gehen eben diese Sachen, die wir gerade uns angesehen haben, ein bisschen hoch. Sei es ein Superangriff, sei es aber da noch hier. Obwohl, das ging, glaube ich, nicht hoch. Doch hier, guck mal. Hier Spezialangriffschaden geht dann quasi hoch um 30% und die Kosten für Spezialangriff um 20% runter. Nicht 20%, sondern an sich um 20%. Aber das meine ich dann am Anfang mit, man will mit ihm die Ultis spielen. Er baut auch quasi mehr oder weniger auf seine Ultis auf. Zum einen, wenn er dann quasi Transformiert seine Ulti einsetzt, dann gibt er ein Auswechselverbot für 3 Sekunden für alle Gegner und erhöht dann nochmal seinen zugefügten Schaden und so weiter und so fort. Und je länger dann im Kampf, Kampf ist durch grenzenlose Kraft, geht es dann nochmal höher oder hoch auf 70%. Also das meinte ich damit, dass man ihn auf die Ultis spielen will. Logischerweise will man natürlich bei jedem Charakter die Ultis raushauen, aber er baut halt seinen Schaden auf. Und das ist an sich nicht nur, dass er seinen Spezialangriffschaden erhöht, sondern auch den zugefügten Schaden erhöht er, ja. Egal ob Fernangriffe oder Schlagangriffe, egal ob Ultis, das baut sich eben alles auf. Also mit ihm wollen wir auf jeden Fall, sag ich mal, lang im Kampf bleiben und das alles aufbauen und dann quasi mit seinen Ultis links und rechts alles weghauen. Die Main Ability zusätzlich dazu zieht er eben eine Ulti-Karte, Spezialangriffskarte. Sein zugefügter Schaden geht nochmals um 30% hoch und er regeneriert sich um 20%. Und dann noch zu guter Letzt, wenn er sich transformiert, ändert sich noch dieses hier, Freunde, bei gegnerischer Panzerung. Wenn dieser aktiv ist vom Gegner, dann erhöht er den Fernschaden an diesem Gegner um 100%. Mein Team sieht folgendermaßen aus. Was habe ich mir bei diesem Team gedacht, Freunde? Wenn ihr euch fragt, wenn ihr wissen wollt, wie baut man an sich Teams in Legends? Ich habe dazu ein Video gemacht, Teammitglied, könnt ihr euch gerne mal abchecken. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Aber ich werde nochmal hier grob drauf eingehen. Speziell ist um Gogeta. Nun, ihr müsst euch erstmal bewusst sein, bei Teambuilds, worauf achtet man? Wäre gut, wenn die Charaktere sich so viele Sie-Fähigkeiten wie möglich teilen, denn alle Charaktere teilen sich die Sie-Fähigkeiten. Man nimmt ja 3 Charaktere mit im Kampf und 3 sind sozusagen auf der Bank, aber die Sie-Fähigkeiten der Charaktere, die auf der Bank sind, die wirken sich auch auf die Charaktere auf oder an sich auf das ganze Team, also auch auf die, die kämpfen. Also am Anfang beschließt ihr mal, sage ich mal, mit welchen 3 Charakteren wollt ihr kämpfen. Natürlich könnt ihr auch dann auch noch die Bankspieler mitspielen, ja, so ist nicht, aber in meinem Fall zum Beispiel habe ich beschlossen, dass ich heute Gogeta spielen will, logischerweise Vegeta und Broly. Was haben diese 3 Charaktere gemeinsam? Zum einen haben sie den Saiyajin-Tag. Jetzt ist wichtig, in welche Tags haben sie, welche Episoden sind sie. Sie haben zum einen den Saiyajin-Tag, sie haben den Super Saiyan-Tag. Gogeta erst dann, wenn er sich transformiert hat, als Super Saiyan. Und sie haben dann an der Stelle noch die Episode Kinoversion-Saga. Heißt, die 3 Tags, beziehungsweise das sind 2 Tags, eine Episode, die will ich dann buffen mit meinen Bankcharakteren. Deswegen habe ich hier zum einen mitgenommen den Super Saiyan 3 Goku, Super Saiyan 3 Goku, Angel Goku, der boostet Saints, Super Vegeta, boostet Super Saiyajins, in dem Fall hat das Broly sofort, Gogeta erst nach der Transformation und Vegeta gar nicht, weil Vegeta hat nicht den Super Saiyajin Tag, Freunde, denn Vegeta hat quasi hier die göttliche Ski und Super Saiyan God Tag, also Vegeta bekommt das nicht, ist aber nicht allzu schlimm. Und dann habe ich noch hier Cooler mitgenommen, warum? Cooler boostet Charaktere der Kinoversion Saga, deren Basisangriff und Basisfernverteidigung um 25%.
Und warum habe ich das quasi alles erwähnt? Ihr müsst eben gucken, welche, also was die Charaktere untereinander teilen. Und weil nicht jeder hat dieselben Charaktere, dann müsst ihr eben mal aussuchen und in eure Charakterliste gucken, okay, ich spiele quasi mit den drei Charakteren oben. Die haben das und das zusammen, also kann ich Charaktere mitnehmen, die das und das boosten, indem sie vertreten sind. Im Endeffekt, wenn ihr euch das Ganze anseht, dann bekommt Gogeta jetzt zum einen seinen eigenen Boost von Broly, Son Goku cooler. Nach der Verwandlung kommt das von Super Vegeta hinzu. Dann haben wir an der Stelle, Vegeta bekommt hier diese hier und Broly, die hier vertreten sind. Ich habe Super Vegeta mitgenommen zum Beispiel, den hatte ich davor selten benutzt als, sag ich mal so, Bankkarte. Aber dann ist mir aufgefallen, okay, deswegen meinte ich, das kommt immer auf jeden selbst an, was er so... Welche Charaktere hat, das weiß ich ja nicht. Aber bei meinem Vegeta habe ich angesehen, der war auf 5 Sterne oder 6 Sterne. Und der gibt Super Saiyajins auf den Fernangriff und auf Crit Rate 24%. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Deswegen wollte ich ihn mitnehmen und quasi profitiert dann Broly und Gogeta davon. Also die bekommen wirklich gute Crit-Chance mit. Dementsprechend, ich zeige euch mal ganz kurz vielleicht noch meine Ausrüstung, bevor ich das vergesse. Dementsprechend, Freunde, ganz wichtig, dass ihr eben guckt und wisst, welchen zu welchen Tags oder was haben eure Charaktere gemeinsam, mit welchen wollt ihr drei vorne spielen, welche nehmt ihr mit als Bankcharaktere, sag ich mal, also Bankcharaktere, ihr könnt mit denen natürlich auch spielen, zur Not, also in dem Fall kann ich auf jeden Fall auch mit Angel Goku spielen und mit Super Vegeta, aber die drei Charaktere wollen wir spielen, ich habe mir auch quasi eine kleine Strategie ausgedacht, ich werde auf jeden Fall mit Broly anfangen, Vegeta ist für mich Charakter, den ich rein switchen kann, falls ich mal Schlagangriff bekomme, weil bei Deckungswechsel tut er das parieren, aber das kann man schon leicht vorhersehen, der Gegner. Nehme ich trotzdem mit, Vegeta wäre auch so ein Charakter, den ich opfern könnte bei einem Rising Rush, und dann nehme ich auch Gogeta zu guter Letzt mit, Gogeta will ich erst dann reinbringen, wenn er quasi sich transformieren kann, dann tue ich mit ihm sofort transformieren und ihn quasi dann aufbauen, das ist so die Strategie, die ich mir gedacht habe, Freunde, für dieses Team, ich hoffe quasi, dann können wir hier mal einen Kampf gleich starten, solange das dauert, ich kümmere mich mal gleich drum und dann sehen wir uns gleich wieder. BD. Oh, da ist ja der Gegner, okay, ja, ich wollte gerade sagen, dann sehen wir uns gleich wieder und dann ist schon auf jeden Fall einer da. Ist das ein Bot? Nein, ist das nicht. Aber der hat jetzt leider, glaube ich, ein falsches Team oder so genommen. Macht nichts, wir nehmen das auf jeden Fall an. Dann haben wir am Anfang mal auf jeden Fall ein einfaches, ja, einfachen Gegner, würde ich mal sagen. Ich meine es nicht schlimm, aber der hat Ausrüstung so verloren. Das sollten wir gewinnen, hoffentlich. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, Freunde, oder gefallen hat, im Endeffekt könnt ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben und ein Abo, falls ihr neu hier seid. Ihr könnt mich auch gerne wissen lassen, wie euer Team mit Gogeta aussieht. Und dann würde ich sagen, legen wir mal sofort los hier. Und jetzt hauen wir mal hier ein paar Plays raus, hoffe ich mal. Und ich hoffe, dass, was ich mir überlegt habe, funktioniert. Also mit Broly stürme ich auf jeden Fall erstmal hier ran. Ey, ich habe das gesidestept, Mann. Mit Broly wäre es immer nicht schlecht, wenn die ranstürmen. Ich habe gerade Typen-Nachteil, aber ich bleibe mal trotzdem drin, okay. Okay, okay, was macht der jetzt hier? Der spielt ein bisschen komisch. Komm ran, Junge! Okay, ja, Lord Slug habe ich total vergessen, ey. Okay, sein Spielstil, bin ich ehrlich, irritiert mich gerade ein bisschen und ich merke auch, es laggt ein wenig. Ja, also die Verbindung ist halt nicht so nett, um ehrlich zu sein. Kann ich ein Bait von ihm kriegen? Die Verbindung ist echt nicht geil. Ja, die Verbindung ist echt nicht geil. Das kann auch wahrscheinlich dodgen, weil es laggt. Nee, okay, hat er nicht gedodged. Naja! Ja, die Verbindung ist echt nicht so geil. Ich hoffe, das passt auf jeden Fall. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich spiele und versuche zu kommentieren. Ich hoffe, wir können da trotzdem auf irgendeinen gemeinsamen Nenner kommen. Das sieht geil aus, Mann. Das haben die geil gemacht. Jedenfalls, mein Rising Rush habe ich schon rausgehauen. Ich habe Broly am Anfang bewusst nicht rausgewechselt, weil ich habe darauf gewartet, wenn er mich in der Combo hat. Wenn er mich in der Combo hat mit... Und jetzt passt man auf, Junge. Du dodge nicht. Guck mal, ich dodge. Manchmal reagiert das Ding auch nicht, um ehrlich zu sein. Wenn ich in eine Combo hat, wollte ich eben Vegeta reinhauen. Das war so mein Plan. Okay, jetzt kommen wir mal ein bisschen Gogeta-Action hier. Ich dodge. Ja, Gogeta-Action mit keinerlei... ich bin aber gedodged, hab Kiri generiert, ne? Ja, richtig, richtig. Okay. Oh, was macht der? Was ist das? Oh nein, Vegeta rein. Oh nein! Da wollte ich einen Gogeta showcase und jetzt geht er drauf, oder was? Ja, manchmal ganz ehrlich. I made the right calls! Gogeta, jetzt bin ich mal gespannt, was seine Fernangriffe hier ausrichten. Die machen viel Schaden. Der wird auch krepieren, vertrau mir. Guck mal, von vorhin, erst jetzt hat das reagiert. Es lag, guck mal, das ist so grauenhaft, ich weiß nicht. Es ist.
Weiß legit, ich glaube schon, dass auch ein wenig an mir liegt, an meiner Verbindung. Kann durchaus sein, auf jeden Fall. Ich will nicht die Schuld an anderen geben, immer. Es kann auch wirklich durchaus an mir liegen. Aber es ist so nervig einfach. Ich meine, im Endeffekt spiele ich jetzt zwar trotzdem noch, aber wie? Ich verstehe selber nicht wie. Guck mal, ich bin gedodged. Ah, guck mal, ich sehe das erst total später, wenn ich dodge. Ich... BD! Oh my god, Dennis. Guck mal, seht ihr das? Egal, wir lassen den Kampf mal runterlaufen. Ich hoffe, das passt. Orenio fürs Erste. Oh, einfach durch Buch schießen. Genau das wollen wir sehen. Einfach. Keiner versteht, was hier gerade abgeht. So. Ich hoffe, beim nächsten Mal. Legit keiner weiß, ich drücke einfach den Button jetzt. Mir egal. Der hat seine Sidesteps. Keiner versteht, was hier abgeht, man. Ohne Spaß. Aber ja, lass uns das mal als Kampf sehen zum Warmmachen. Dann gucken wir mal gleich richtig so, wie geile Kämpfe aussehen werden. Bis gleich. Alles klar, Freunde. Jetzt haben wir hier einen weiteren Gegner. Jetzt bin ich mal gespannt. Design-Team sah gar nicht mal so schlecht aus. Kein Bot, by the way. Wir treffen Gott sei Dank nicht mehr auf so viele Bots oder auf gar keine mehr. Ja, jetzt schauen wir mal, was hier abgeht. Let's go. Ein bisschen konzentrieren. Ich weiß immer nicht, wie ich mein Handy halten soll, wenn ich aufnehme, weil das ist ja noch am Kabel verbunden. Das ist ein bisschen... GG. Ich raff es gerade nicht, wieso, keine Ahnung, wieso jetzt alle DCs haben, aber auch an sich so. Jetzt haben wir jetzt eine mit Grotten Verbindung gehabt, zwei, die einfach, keine Ahnung, ob die geliebt sind oder ob die, keine Ahnung, aus einer Höhle spielen. BD, kriegen wir noch mindestens, ein Gegner, einen gescheiten Gegner bitte. So, Freunde, da haben wir jetzt einen Gegner am Start, hoffentlich wird das jetzt was. Und zwar, jetzt tun wir mal, jetzt fängt er hier an der Stelle an mit seinem Goku. Ich stürm, guck mal, ich dodge doch. Ich habe eigentlich zuerst wechseln wollen auf Vegeta, aber das hat es irgendwie nicht angenommen. Dann wechseln wir einfach mal jetzt. Ich Idiot. Okay, okay, der hat es gut gemacht. Der hat auch gewartet, bis ich Sidestep. Ich hätte zuvor auf Gogeta wechseln sollen. Gogeta dann bringen sollen. So ein Schlagangst-Kombo an mich machen. Oder auch nicht. Ich hoffe, der wechselt einen rein. Jawohl. Ja, okay, den kriegen wir so raus. Sehr schön. Mal Bro hier rein. wie fies der Ozaru. Der lässt ihn nicht... Okay, ob der schneller war? Na, okay, ja, logisch. Ich war eigentlich direkt an ihm ran, aber nicht schlimm. Okay, falsche Call. Der will halt seinen Gohan auf jeden Fall aufbewahren, das merkt man. Aber kriegt der Broly down so? Nee. Ich hab immer noch Broly, ne? Ich gedodged. Guck mal, wie geht das jetzt so krank? Den kann ich ruhig opfern, weil danach hat er so seine Combo raus, sag ich mal. Aber ich hätte gern sein Ding raus, um ehrlich zu sein. Hä? Wechsel rein, wechsel rein, wechsel zu Gogeta, bitte. Danke. Oh, jetzt habe ich ihn. Nice. Bats, der wird richtig gut fressen jetzt. Ey, das sieht auch geil aus, wenn ich sagen, Mann. 1 Million Crit einfach, bitte! Siehst du, diese Crit-Rate, die habe ich auf jeden Fall genommen. Ah, guck mal, jetzt hätte ich gerne in Vegeta reingewechselt nach der Comp von ihm. Was ist das? Ah, Fernschaden hab, okay. Komm du nur rein, ich bin gespannt. Und krieg noch eine hinterher, mein Freund. Freunde, lasst uns... Ja, wir haben zwar nur 2 Kämpfe hinbekommen, sag ich mal, aber ich glaube, ich habe einfach ein bisschen... Beende doch den Kampf wie ein Man. Ganz ehrlich. Egal, ja, wir bringen sogar zum Rage-Quitten hier an der Stelle wirklich. Dann lass uns doch hier einen Schluss machen, würde ich sagen. Wir haben im Endeffekt nur 2 Kämpfe hinbekommen. 2 gescheite. Der eine war nicht mal gescheit. Aber ich habe am Anfang ein bisschen viel geredet. In der Zukunft könnt ihr mich gerne wissen lassen. Also ihr könnt mir gerne Feedback geben.
wenn ich so einen neuen Charakter ziehe, wenn ich ihn showcase, dann würde ich eigentlich gerne am Anfang schon was zu ihm sagen, was er so drauf hat. Ich habe jetzt auch ein bisschen was zum Teambuild-Guide gesagt zum Charakter, ob das so für euch passt oder sagt ihr, nee, wäre gut, wenn du das ein bisschen kürzer hältst und dafür, sage ich mal, 3 Kämpfe machst. Also da könnt ihr mir gerne Feedback geben, wie ihr das haben wollt, Freunde. 2-3 Kämpfe oder ob ich es am Anfang kürzer halten soll. Wir haben jetzt ein bisschen, glaube ich, länger gebraucht, um zu sagen, was Vegeta, sag ich, Vegeta drauf hat, aber vielleicht ist bei ihm auch ein Spezialfall gewesen, weil er auch eine Transformation hatte. Jedenfalls, ob so oder so, Freunde, wie gesagt, Feedback ist auf jeden Fall erwünscht. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.